Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer LP. Wir sind immer noch in den Westgraten. Jetzt aber wirklich in den letzten Zügen quasi. Je nachdem, was uns jetzt hier noch erwartet. Ich zeige es dir gleich auf der Karte, nachdem ich meinen Heißhunger auf Kräuter gestillt habe hier. So, wo sind wir? Wir sind hier und wir müssen jetzt nach da oben. Kommen wir da jetzt hin? Das ist die Frage. Schauen wir mal. Die Schluchten. Irgendwie. Wer seid ihr denn? Euch haben wir doch schon mal bearbeitet. Aber hier war doch nur, jetzt bin ich mir ein wenig verwirrt. Hier kommt doch jetzt, glaube ich, nur dieses Tor. Wo wir nicht durchkommen, oder? Täusche ich mich da jetzt so sehr? Was? Kommt die denn her? Ja, aber sowas von. Ne, hier waren wir noch gar nicht. Okay. Hallo? Wir schauen uns erstmal um. Da waren wir hier schon, da waren wir nicht. Schlucht der verlorenen Quellen. Doch, da haben wir ja schon eingenommen. Okay, wir düsen mal in die Richtung, wo es sein soll. Aber wenn da jetzt das Tor kommt, dann sind wir, ja, da kommen wir ja nicht durch. Wenn das jetzt dieses Tor von Andoral ist, da oben kommen wir ja auch nicht durch, ne? Ja, ist gut. Lass mal eine Sera in Ruhe. Hyänenzähne. Was? Was sollen hier noch sein? Da ist noch was. Kommen wir jetzt hier durch? Diese Tür kann aber mit besonderen Mechanismus geöffnet werden. Was denn für ein besonderer Mechanismus? Sera kann die wahrscheinlich auch nicht knacken, oder? Oder doch? Ah, Spiel, was willst du von uns? Wir haben doch jetzt alles gemacht hier. Wieso geht's nicht weiter? Oder müssen wir von hier irgendwie, aber das geht doch nicht. Die alten Ruinen, da ging es auch nicht mehr durch.
Weltkarte. Steinbruch. Des Suchers bleiben einige wichtige Fälle. Wir gehen mal zum Steinbruch. Scheiß doch auf das Tor. Was? Wie, ist auch in der Richtung? Ernsthaft. Aber den Steinbruch haben wir geholt. Also waren wir doch da schon. Hä? Ich bin gerade verwirrt. Der Steinbruch war doch gerade hier hinten, oder nicht? Wir gucken mal. Irgendwie muss es da ja rüber gehen. Der Okolyt. Ja, da geht es zwar hoch, aber nicht ganz hoch. Das ist der Problem. Hier ist doch der... Ah ne, hier ist der Holzschlag. Hier war der Holzschlag und den haben wir noch gar nicht geholt hier. Okay. Ja, wir müssen ja trotzdem irgendwie an die Quest kommen. Kann ja nicht sein. Die sind hier vorbei. Da kommen wir nicht durch. Tore von Ted. Dann muss das Rätsels Lösung entweder hier sein oder wir müssen wieder irgendeinen Kack am Tisch erstmal freischalten. Das nervt mich jetzt schon wieder. Wir gehen noch einmal gucken, ob es da nicht doch einen Weg nach oben gibt. Ist das verlaufen. Ich habe gehört, Benars Kompanie ist auf dunkle Brut gestoßen. Ja, sind aber alle tot. Eure Preise sind viel zu hoch. Habt ihr gesehen, wie diese Venatori gerannt sind? Es sei denn, sie hat ja gesagt, wo wir die Sehenswürdigkeit hier hatten. War das in der Folge hier? Ne, in der letzten, ne? Kräuter ignorieren wir jetzt mal. Da. Dass wir das jetzt am Tisch freistellen müssen. Ich schätze mal, die bauen dann eine Brücke darüber. Weil es ist ja eigentlich, guck mal, hier ist der Steg, hier sind die Bretter. Es wäre... Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Wäre ja eigentlich offensichtlich, oder? Ja, es ist natürlich jetzt blöd, dass wir den Tisch jetzt nur in der Himmelsfest haben. Mann. Na, komm, geht kein Weg dran vorbei. Sonst kommen wir so oder so nicht weiter. Ich entschuldige mich schon mal für den Ladebildschirm. Werde aber aufgrund der starken Hitze mir jetzt was zu trinken gönnen. Aber irgendwie da trinkst du und dann kommt direkt wieder raus. Über alle Poren. Die kaiserliche Kirche. Manche behaupten, die Kirche wäre überall genauso wie hier. Die göttlichen Valroyeux wäre unter den Augen des Erbauers unangefochten herrschen und niemand in Telas würde das in Frage stellen. Glaubt das nicht. Das zweite Gebot des Erbauers, Magie, muss den Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen. So, der Ladebildschirm nach dem Ladebildschirm. Dann können wir eigentlich direkt auch die Dinger... an den, Objektforschung da machen. Dann gehen wir schnell zum Tisch und dann können wir es wieder zurückporten. Ich hoffe, dass die Sache instant dann erledigt wird, die Quest am Tisch und nicht wieder 2 Stunden dauert. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ich würde das Gebiet eigentlich komplett fertig machen gerne. Was mit dem Turm? Konnte man sich da nicht irgendwas aussuchen?
Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Es ist wahr. Da. Hier ist die Antwort auf die Anfrage der Vorsteherin der Gewerbetreibenden. Ja, ich kümmere mich darum. Was? Okay, kümmert ihr euch mal. So. Guten Tag. Wer bist du denn? Was ist hier los? Dieser Venatori-Magier ist wirklich in der Festung Adamant. Im Ratsraum prüfen Sie schon die Angriffsoptionen. Danke fürs Kommen. Gute Arbeit, Varric. Der Inquisitor ist genau das, was wir brauchen. Oh, es war toll. Mordlustige Wächter, Erzdämonen, Blutmagier und verrückte Templer. Fast wie zu Hause. Ich weiß, wie ungern ihr Kirkwall verlassen habt. Das ist der Arsch von Thedas. Die essen Schnecken hier. Trotzdem, ich muss das hier zu Ende bringen. Ohne Bartrand und mich wäre das alles nicht passiert. So viel zum Thema Leben verändern. So ist das, wenn man versucht, etwas zu verändern. Dinge ändern sich. Ihr könnt es nicht immer kontrollieren. Die Wächter sind tatsächlich in der Festung Adamant, Inquisitor. Ich weiß. Euer Stab hat meinen vollständigen Bericht. Okay, danke. Varric redet nicht mit uns, okay. Gut. So, das muss ja Olli sein. Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Moralverbesserung, Metalle sammeln, den Drachentext übersetzen. Ist Hauptmann Rylan mit seinem Posten zufrieden? Es ist keine einfache Aufgabe. Aber wenn irgendjemand mit den Westgraten zurechtkommt, dann er. Wegen verschiedenen Brüchen in der Region ist es nicht leicht, ihren Ursprung zu bestimmen. Die Schwefelgruben machen ihnen weniger aus als uns und wir vermuten, dass sie von einer Seite kommen. Eine Brücke bauen, siehst du? Das ist es. Ja, bitte. So, dank der Verstärkung, die ihr geschickt habt, konnten wir die Brücke mit minimalen Verlusten bauen und gegen die dunkle Brut befestigen. Letzteres kommt aus den Ruinen, die differenziellen Ursprungs zu sein scheinen. Blablabla. Danke. Nein, jetzt noch nicht weiterziehen. So, Ursprung der dunklen Brut finden abgeschlossen. Wasserquellen für den Vorposten. Können wir machen. Wir stehen euch zu Diensten. Ja, kein Ding. Das alte Labor untersuchen, Ressourcen in den Westgraten, die Scherben untersuchen. Venatori-Vene, Akte 20 Macht. Lilianas Spione haben Befehle hochrangiger Kommandanten der Venatori in die Hände bekommen. Zahlreiche Magier reisen nach Westen, um etwas von großem Wert für unsere Sache auszugraben. Die Inquisition muss zuerst finden, wonach der Feind sucht. Die Region ist weitläufig, aber Liliana wird ihr Netzwerk bemühen, um Koryphäus Handlangern aufzuspüren. Keine Zeit, ja. Machen wir doch mal, scheißegal. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Fauchenöl. Nein, danke. So, was haben wir hier? Ressourcen. Drachen. Das war das mit den Drachen, ne? Neues Gebiet freigeschaltet. Nein. Alle entfernen. Ich will zurück. Müssen wir da jetzt ernsthaft hin? Ja, egal. Ich hoffe, wir haben die Brücke. Wir können jetzt darüber. Dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Hinter uns jetzt direkt zu dem Drachenportet. Ja, dann sagen wir kurz Hallo, gucken uns den mal an und dann gehen wir wieder.
Oder wir versuchen ihm es mal probeweise aufs Maul zu hauen. Kann man natürlich auch versuchen. Ich bin da sehr flexibel. Nach mehr als 30 Tagen muss ich nur noch den abyssischen Hochdrachen in... Oh, ja? Kann ich euch helfen? Meine Leute haben dieses teventaranische Manuskript übersetzt. Studien über das Beuteschema von Drachen. Ihre Wanderungen. Ha! Durans Theorie, Drachen würden kein Blau sehen, ist hiermit widerlegt. Nun, da diese schrecklichen Plünderer aus dem Weg sind, können wir endlich den hohen Drachen herauslocken. Die Ehre sollte euch gebühren, meine Liebe. Ja. Gut, ich habe schon geeignete Stellen in der Wüste notiert, an denen ihr Köder ausbringen könnt. Deponiert diesen Köder und dann wartet. Das wird eine Sternstunde der Drakonologie. Ich werde den Köder für den hohen Drachen auslegen. Ich kann es kaum erwarten, euren Bericht zu hören. Ihr müsst genau dokumentieren, wie er sein Revier umkreist. Muss ich das? Nee. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Nee. Drachenkampf ist mir jetzt zu anstrengend. Nehmen wir jetzt schon wieder ein paar Stunden auf. Nein, wir machen hier. Risen. Gut, das ging fix. So, nochmal wieder hier runter. Mann, kann man hier auch nicht runterspringen. So. Ich habe Jaren länger nicht gesehen. Ich auch nicht. Wir könnten eben verkaufen. Stufe 12, den brauchen wir nicht, der kann weg. Stufe 11. Stufe 8. Rüstung haben wir da bestimmt auch jede Menge. Stufe 10. Ja. Kann weg. Ja, ich kann auch weg. Ich versichere, so, dass jeder Gegenstand den ich verkaufe. Ja. So. 85.000. Finger weg von den Vorräten. Wer ist denn hier? Geht's direkt in den Bau. So, da sind wir wieder. Hat ja doch recht fix jetzt geklappt. Eine schöne Brücke gebaut. Und ein schönes Türmchen. Kommen wir da rein? Keine Sorge, euer Gnaden. Wir verteidigen. Kommen wir da rein jetzt? Es ist auch der grüne Bubble weg, ne? Okay, doch nicht. Kommen wir da jetzt rein oder nicht? Okay, Freunde, ohne mich oder auch nicht. Hat er den fertig gemacht? Ich? Respekt. Ja, bist ja ganz ein harter. Hurra, genau. Und was ist das für ein Vieh? Ein Gurren. Die haben wir noch gar nicht gehört. Wieso spawnen die denn jetzt erst? Ist auf jeden Fall sehr gemächlich, scheint so.
echt zu weit weg, oder was? Ich bin schon tot. Ein Korn. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass wir so ein Vieh schon mal über den Weg gelaufen sind, aber man weiß es nicht. Gut, dann ernsthaft. Aufnehmer, Wiedersehen. Ja. Oh. Inquisitor? Kann man da jetzt nicht durch, oder was? Doch. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.